So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Wir haben gerade hier einen Meteorschauer, weil wir uns für eine andere Kolonie eingesetzt haben und bei denen sozusagen einen Schutz gemacht haben. Die kommen mal gefährlich nah jetzt. Damit die in Ruhe oder dass sie überleben, weil sie sonst ausgerottet worden wären. Klar, für mich wahrscheinlich ein Vorteil gewesen, sie zu vernichten. Dann hätte ich nichts machen müssen in dem Fall. Aber ich habe da ein Herz für sie gehabt und habe beschlossen, dass ich sie am Leben lasse. Weil, was bringt es, wenn ich sie da ausschalte? Wenn ich am Ende keine Rivalen mehr habe, ne? So, wir holen jetzt nochmal ein bisschen Metall. Meteor incoming? Wo kommt jetzt ein Meteor? Oh. Da mitten rein, das hat aber gesessen, du. Meteor incoming. Wo denn jetzt? Oh. Repariert den Scheiß. Kabelfehler. Nicht gut, wenn wir hier Sachen verlieren, Leute. Puh, Gott, gehen die ab. So, als erstes werden die nicht dann hier oben ans Stromnetz und alles angeschlossen. Wo kommt der jetzt hin? Alter, das ist doch... Oh no, jetzt hagelt es genau über mich drüber. Repariert den Scheiß. No. Knapp. Kannst du schon abheben. Holy shit. Leck entdeckt. Sie sind über Lecks. Das muss ich wieder aufbauen und rein theoretisch neu aufbauen, muss ich da treiben. Wurden jetzt schon wieder? Nein, nicht auf Schiff. Schiff abheben, 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 abheben. Oh, scheiße, die wurden noch nicht betankt. Kümmert sich mal jemand um das Problem? Wohin jetzt? Ins Lagerräumchen, genau. Wieso? Wieso denn? Ist doch alles in Butter, soweit ich sehe. Also das müssen wir unbedingt zum Neuaufbau schicken. Das brauchen wir jetzt. So, du hier wiederum tust hier alles entladen. Unterirdische Heizung. Okay. Und wir tun jetzt erstmal ein Stromkabel. Nach da drüben ziehen. Die kümmern sich jetzt darum, dass der Aufbau hier generiert ist. Hör, krieg ich hin. Eintreffender Meteorit, Einschlagsort. Nach unserem heroischen Akt, der zur Rettung einer ganzen rivalisierenden Kolonie beigetragen hat, überschützen uns die anderen Kolonien mit Geschenken und Wohlwollen. Wir fühlen uns geehrt. Erhalte Nachschubkapseln mit fortgeschrittenen Ressourcen und einem Ansehensboost bei anderen Kolonien. Ja, cool. Ich
landen wir doch gleich mal hier drin alles. Jetzt können wir unser ganzes System wieder aufbauen sogar. Nice. 5 Drohnen wurden halt zerstört. Aber das sollte jetzt nicht unbedingt... Was ist das für eine Rakete jetzt? Drachenrakete, die bringt 25 davon zurück, okay. Kann auch hier landen. Was wir jetzt erstmal machen, ist einen Wasserextraktor. Der muss aber wahrscheinlich nur so touchen, das ist cool. Wir können hier vorne beginnen. Dann können wir auch gleich davor Stromkabel verlegen. Scannt in 3 Souls einen schon Planeten, eine Planetenanomalie. Zusätzliches Inventar. Zwei Millionen, ich habe nicht so viel aktuell. Kann ich in die Anomalie scannen lassen? Ja, kann ich. So, was brauche ich jetzt hier? Ich brauche jetzt hier Beton und Maschinenteile. Da alle unten haben. Und solange ich noch keine Drohnen habe, muss ich das wohl selber machen. Lagerbestand. Dass ich halt wenig Strom habe, ist jetzt kacke. Aber meine Kapazität ist noch ganz gut. 12 Stunden halten wir durch. Ich muss noch eine externe Batteriebereich dann bauen in nächster Zeit. Wir heben jetzt mit allen Raketen ab, die wir nicht mehr benötigen. Dann kriegen wir wieder ein bisschen freie Bahn. Ressourcen einladen. Nehmen wir auch ein bisschen was mit. Und tun das dann hier oben alles entladen. Research complete. Anomalie, automatische Sensoren. Schon mal gut. Ich hätte halt gerne jetzt noch Nuklearfusion, wäre auch cool. Erhöht die Stromversorgung zwar um einiges. Fortschrittstrieb. Massentriebwerke, Raketen und Shuttle benötigen weniger Treibstoff. Wäre auch interessant. Neues Gebäude, Farm produziert Nahrung. Ein größeres Gebäude innerhalb der Kuppel, das effizienter arbeitet und keinen Strom benötigt. Das ist schon mal cool. Windrad-Upgrade erhöht die Stromversorgung um 33%. Neues Gebäude, unterschiedliche Heil erhöht die lokale Temperatur in kalten Gebieten und schützt nahegelegene Gebäude vor Kältewellen. Verbraucht Wasser. Gern Reprosol für jeden ferngesteuerten Erkunder. Sorgen wir für Verlust in der Zusammenarbeit, okay. Stilllegungsprotokoll ermöglicht die Räumung von ausgeschlachteten und zerstörten Gebäuden. Das wäre ganz schlau noch. So, blöde Frage. Wo ist mein Transporter? Ah, der kommt gerade. Damit die mal anfangen können, hier zu bauen. Damit die Wasserextraktoren angefangen werden können zu bauen. Genauso müssen wir jetzt eine Wasserröhre noch hier errichten.
Das setzen wir dann hier so hin. Ich würde dann hier gerne auch ein Rohr reinsetzen. Und von hier aus setzen wir das dann auch wieder, wie wir es uns auch gemacht haben, ganz standardmäßig fort. Die sollen jetzt alles errichten, damit wir dann die neue Wasserversorgung benutzen können. Das wäre natürlich perfekt. Der braucht jetzt wahrscheinlich noch eine Stromversorgung. So, dann kommt nicht da zum Beispiel noch so ein Wasserding hin. Je mehr Wasser wir hier rauspumpen können, desto besser. Die produzieren jetzt schön Wasser. Wir produzieren jetzt insgesamt 6,6. Das ist schon mal gut. Unsere Energie ist natürlich noch so eine Sache, die würde ich jetzt dann hier auch ehrlich gesagt mal versuchen zu verbessern. Oder wir könnten auch sagen, hier ein bisschen anzubauen, indem wir hier noch ein paar Sonnenkollektoren langsetzen. Schau mal, normalerweise sollte ich die ja auch einfach so setzen können. So versuchen wir jetzt mal wieder die Stromversorgung vor allem hier oben auch zu erhöhen. Und sollte das hier oben auch nochmal... Klar, ich könnte die Riesenfarm jetzt bauen, aber ich will jetzt hier ein paar einfach von den kleinen bauen. Sollte fürs Erste auch gut reichen. Und hier oben könnte ich auch solche großen Windräder zum Beispiel platzieren, weil hier oben stört es mich ja nicht. Ich kann hier zum Beispiel so 1-2 Windräder hin platzieren. Damit es natürlich gut ausschaut, gehen die alle in dieselbe Richtung auch noch. So. Dafür scheinen wieder Maschinenteile zu fehlen noch. Wir bräuchten halt echt diesen Drohnenhub. Die Frage ist, wo kriege ich den? Ich bräuchte Drohnen. Für die große Expansion, die ich hier gemacht habe. Eigentlich sollte ich dich jetzt starten können. Auch schalten können. 3 Anomalien am Planeten gefunden. Babylon-Projekt. Zusätzliches Inventar, ferngesteuerter Erkunder, Durchbruch, Expedition aussenden, Drachenrakete 1 schicken. Ist mein Erkunder unterwegs? Verteidigungsmäßig? Habe ich da was? Nee, ne? Ich könnte so eine Aufforstungsfabrik zum Beispiel machen. Ich habe noch nichts in die Richtung vorgenommen, das ist ja natürlich die andere Sache, ne? Schauen wir mal, so. Nuklearraumverarbeitung. Was? In der Nuklearraumverarbeitung. Was zur Hölle ist Durchbruch hier? Upgrade und für Forschungslabore und Hawking-Institute. Okay. Andere Sache, ich kann jetzt so einen Scheiß bauen.
Oh, Malz, Malzstein? Welchen Malzstein haben wir denn jetzt? Erstes Neugeborenes auf dem Mars. Okay, Höhe. Und hydroskopische irgendwas habe ich jetzt erforscht. Upgrade für Feuchtigkeitsreparatoren. Wassererzeugung um 50% erhöht. Erdmaßinitiative erhöht die Forschung durch die Sponsoren um 100. Das ist ja auch ganz geil dann. Unsere Vorräte sind auch nicht so schlecht. Muss man ehrlich sagen. Die sind jetzt auch dauernd am Arbeiten. Wie schaut es mit der Fabrik hier drin aus? Wenn ich da jetzt Schichten aufmache. Ich hätte zum Beispiel jetzt auch noch produktionsmäßig, wo war es denn? Was ist denn? Bin ich jetzt blöd? Ach, unter Produktion, ne? Ich hätte noch so eine kleine. Und dann würde ich sagen, machen wir dahinter. Noch so kleine Gärten würde ich da gerne hinmachen. So. Du willst landen? Dann bitte um Landeerlaubnis. Eine neue Anomalie wurde gefunden. Perfekt, da hinten. Ein zerstörtes Gebäude. Ich muss ihn noch neu aufbauen. Ist gut zu wissen. Ich hab gedacht, der wäre noch heile. Tu mal die Anomalie. Geh nicht gelassen in die gute Nacht. Heute ist für uns alle ein schwarzer Tag. Ein Gründer ist verstorben. Wir haben alle unsere eigenen Erinnerungen, die Chang Wu in unsere Herzen und Leben hinterlassen hat. Ich bin mir sicher, Chang Wu hätte gewollt, dass wir hier heute nicht voller Trauer, sondern Vision und Hoffnung für die Zukunft zusammenkommen. Dafür hat sich Chang Wu ein Leben lang eingesetzt. Und das gebrachte Opfer wäre sinnlos, wenn wir uns anders verhalten würden. Wir sind heute nicht nur hier, weil Chang Wu das Fundament unserer Kolonie geschaffen hat. Dieser Kolonie hat jeden Einzelnen von uns durch Charakterstärke, Persönlichkeit und Ausstrahlung berührt und inspiriert. Wir dürfen uns alle glücklich schätzen, jemanden wie Chang Wu sowohl in guten wie in schlechten Zeiten an unserer Seite gehabt zu haben. Die Erinnerung daran wird weiterleben, solange wir zusammenhalten. Der Gründer Chang Wu ist an Altersschwäche gestorben. Ruhe in Frieden. Nervenzusammenbruch. Gut. Das braucht Edelmetalle. Super, die haben wir nicht. Unten zu erforschen ist. Hier hätten wir Edelmetalle. Da! Aber schau dir mal den Weg an. Dafür müsste ich mindestens hier noch. Das ist verbessert allen Komfort aller Wohnungen, die sich in dieser Kuppel befinden. So eine blöde Frage. Wenn ich jetzt eine Kuppel. Kuppel? Sagen wir mal eine. Mikrokuppel ist doch irgendwie scheiße da. Obwohl, was ist, wenn ich einfach hier eine Mikrokuppel hinsetze? Ich setze hier jetzt einfach so eine blöde Mini-Kuppel hin, zum Beispiel. Und dann setze ich die nächste hier hin und dann verbinde ich das Ganze so Wege zusammen. Das könnte ja rein theoretisch funktionieren, oder? Heb du wieder ab. Belohnung 13. Generiere 100 Strom, betanke eine Rakete im selben Soll ihrer Landung, erforsche 8 Ingenieurswesen-Technologien, okay. Analysiere 7 Planeten-Anomalien, verfüge über 3 Biorobotik-Werkstätten.
Research complete. Planetarerkundigung wurde abgeschlossen, okay. Dozer Rover schaltet den Bau des ferngesteuerten Dozers frei. Ein Fahrzeug, das für den Landschaftsbau eingesetzt werden kann. Ferngesteuerte können von der Erde bestellt werden. Drohnenhubs werden mit 2 Zügen gebaut und Maximum an Drohnen auf 480 erhöht. Zu weit von einem funktionierenden Drohnenkommandanten entfernt. Wie ist das denn? Ist hier irgendwas schief? Oh Gott, warte mal. Jetzt check ich's. Das ganze Zeug steht still, weil... Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.